Derzeit findet die 5. Jobmesse an der Fachhochschule in Vorarlberg in Dornbirn statt. Die Industriellenvereinigung Vorarlberg ist Mitorganisator. Welchen Stellenwert hat die Jobmesse? Die Jobmesse hat einen sehr hohen Stellenwert. Es ist, wir hören von unseren Mitgliedsunternehmen, aber generell aus der Wirtschaft, immer verstärkt, dass sie auf der Suche sind nach qualifizierten Mitarbeitern. Und dementsprechend haben wir uns damals schon gedacht, wir müssen alle diese Nachfragepotenziale müssen wir sammeln und eine große Jobbörse veranstalten. Das ist jetzt diese Jobmesse, ist die größte Jobmesse in Vorarlberg, würde ich sie bezeichnen. Und dementsprechend ist es für den Wirtschaftsstandard, für den Industrie- und Arbeitsstandort für Vorarlberg wahnsinnig wichtig, dass solche Veranstaltungen stattfinden. Stichwort Fachkräftemangel. Um dem entgegenzuwirken, ist auch das Networken sehr wichtig. Welchen Stellenwert hat die Jobmesse in diesem Bereich? Einen sehr großen Stellenwert auch. Ich glaube, überall, vielleicht ein Satz davor noch, Vorarlberg ist generell sehr stark technikorientiert und dort spielt das Humanpotenzial spielt eine sehr große Rolle. Und dementsprechend überall, wo Menschen arbeiten, müssen sie zueinander finden, müssen sich im persönlichen Austausch kennenlernen und dann sieht man, kann man, wenn man gemeinsam arbeitet, gemeinsam einen Mehrwert schaffen, dieses Potenzial zu heben. Und für diese Art von gemeinsamen Arbeiten sind solche Austauschplätze natürlich sehr wichtig. Vorarlberg ist ja gerade, wie Sie gerade erwähnt haben, im Know-how sehr bedeutend. Welche Zielgruppe spricht denn die Jobbörse Vorarlberg in diesem Bereich an? Die Jobbörse spricht in erster Linie, weil wir auch in der Fachhochschule sind, spricht sie Absolventen der Fachhochschule ab und an und auch die aktuellen Studenten. Gleichzeitig ist sie aber auch offen für Schüler, die ebenfalls die Möglichkeit haben, in eine universitäre Ausbildung zu wechseln. Aber gleichzeitig sind die Unternehmen auch hier, um zu zeigen, dass auch Lehrlinge, dass diese auch große Möglichkeiten haben, in einen Beruf einzusteigen, bei einem Unternehmen zu beginnen und sich trotzdem kontinuierlich weiterzubilden. Und auch da bildet die Fachhochschule eine gute Möglichkeit, dies zu tun.